dem Motto, ja, fahr mich an, ich brauch Geld von der Versicherung. Heftiger als im Internet. Oh, die sind organisiert. Das ist wie eine Gang aus der Bronx. Also, machen mal deine Puppe mal. Aua. Noch nicht. Achtung. Oh, boah, bin ich aufgeregt. Geil. Crazy. Wow. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von OZ's Rollerwelt. Wir fahren heute zu einem Geisterschiff hier auf Koh Chang. Das ist eine der größten Inseln in Thailand. Nicht so stark besucht wie die anderen Inseln, aber schon doch gut erschlossen. Und hier gibt es die gefährlichsten Straßen in Thailand. Und die fahren wir heute. Und das wird geil, sage ich euch. Es fängt nämlich direkt schon hier an. Ja, ich bin aus dem Hotel raus und ihr seht, hier geht es direkt steil bergauf. Wir haben 160 Kubik, 16 PS, sind zu zweit. Und ihr merkt, der hat schon gut zu kämpfen. Ja, wir fahren jetzt 11 Kilometer. Für die 11 Kilometer brauchen wir circa eine halbe Stunde. Ja, da könnt ihr schon sehen, wie anspruchsvoll die Strecke jetzt hier sein wird. So, es kann jederzeit ein Affe auf die Straße springen. Jederzeit irgendein Tourist in mich reinfahren. Wer weiß, was hier alles passieren kann. Und ich muss jetzt einfach nur mal einfach schauen, dass ich mich einfach nicht ablege. Der Rest ist egal. So, Schutzkleidung gibt es natürlich nicht. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich habe jetzt hier Flipflops an, also dünne Schläppchen, ein offenes Hemd und eine Badehose. Es geht nicht anders. So. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen auf der Karte. Wenn nicht, blende ich mal ein Foto ein von der Strecke. Die ist schon brutal. Hier liegen überall auch einfach Kabel auf der Straße herum. Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch sehen in diesem Video. Höllisch gefährlich. Da ist ein Mast umgekippt. Die ganzen Stromleitungen liegen jetzt da oben rum. Das ist schon crazy. Wirklich. Auf jeden Fall echt crazy. So, da geht es auch steil hoch. Man kann halt nicht viel Anlauf nehmen, weil man eh weiß, was erwartet einen. Zumal auch der Gegenverkehr oft auch auf deiner Spur fährt. Das ist das Gefährlichste, würde ich jetzt sogar behaupten. Da liegt ein Kabel. Katastrophe. Überall Schlaglöcher. So. Wäre natürlich immer schön, langsam zu machen. Nur bei den Bergen muss man schon echt Tempo mitbringen. Oh, hier sind heftige Löcher. Man weiß nie, was einen da... Der hat den Fuß jetzt in der Kurve runtergemacht, weil die Straßen hier mega glatt sind. Nur jeder weiß, man soll nie die Füße runter machen in der Kurve. Ja? Und daran kann man auch sehen, dass wirklich 90% der Touristen, die hier fahren, überhaupt keine Erfahrung haben und einfach hier rumschippern. Ja, und dann heißt es später, ja, nee, oh, seht ihr das? Das ist die Nordschleife von Thailand. Boah, brutal. Da im Gegenverkehr, habt ihr gesehen. Hier muss man höllisch aufpassen. Der fährt auch voll auf der entgegengesetzten Spur. Und das hier ist eine Farbe, die aufgetragen ist zum Warnen. Die ist allerdings übelst glatt. Also, Leute, das ist schon brutal. Ja, boah, das, ich weiß nicht, wie viel das ist. Das sind über 30% Steigung. Also, das könnt ihr wahrscheinlich irgendwo nachgoogeln, weil hier gibt es solche Schilder nicht. So, jetzt hat der Roller ausgekuppelt, weil ich zu langsam geworden bin. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, weil wir sowieso bergab fahren. Weil die Motorbremse bei den steilen Bergen überhaupt nichts bringt. Oh. Also Leute, ich bin hier wirklich am Limit mit der Bremse und komme auch nur ganz langsam runter. Ja, ihr könnt es sehen. Und da ist natürlich auch wieder ein Riesenschlagloch. Oh. Könnt ihr die Abdrücke sehen? Da ist ein Riesenabdruck von den blöden Griffen. Also das sollte schon gezeigt haben, wie steil das ist. Das ist brutal. Das kann man auf Videos nicht sehen. Ja, das habe ich auch vorher gedacht, dass ich das erkennen kann.
auf den ganzen Videos, als ich mich auf den Urlaub vorbereitet habe. Der ist auf der falschen Spur. Gude. Hier ist Linksverkehr. Aber das ist doch schon echt heftiger als im Internet. Oh. Oh. Machen mal deine Popo mal. Aua. So. Ich meine, man muss dazu sagen, natürlich, das macht höllisch viel Spaß. Das ist der Traum jedes Zweiradfahrers, ja. Hier mal so durchzuschippern, das sind wirklich aufwendige Straßen. Hätte ich jetzt keinen Sozius und würde die Strecke ein bisschen besser kennen, da würde ich ja auch ein bisschen durchheizen. Allerdings, man ist hier im Urlaub, wenn hier was passiert, dann hat man echt ganz schön verkackt. Ist einfach so. Ah, die Kabel sind brutal. Oft sitzen auch einfach Affen auf der Fahrbahn. Ich blende euch mal ein Video ein. Oder wir sehen vielleicht sogar Affen. Ihr müsst auch immer mal auf die Stromleitung achten. Da kann ich jetzt nicht die ganze Zeit hingucken, zumal ich ja auch am Fahren bin hier. Aber wenn ihr da was seht, schreibt es unten in die Kommentare. Man weiß ja nie. Es sind oft hier Affen unterwegs. Und teilweise fährt man um die Kurve, denkt sich nichts bei. Und auf einmal ist da eine ganze Familie. So, und das Gefährliche an den Viechern ist, wenn die dich beißen, die übertragen echt heftige Krankheiten. Dann kann es sein, oh, sehr schöne Vespa war das. Dann kann es sein, dass du abnippelst, ne? Und man denkt sich immer auch, wie süß und so. Nein, die sind organisiert. Das ist wie eine Gang aus der Bronx. Also wenn die mal hier, die halten richtig zusammen. Die denken richtig mit und die beklauen dich. Ja, ob die dir die GoPro wegreißen oder nicht, die wollen irgendwas von dir haben. Ob man es essen kann oder nicht, ist denen so egal. Und da soll man höllisch drauf aufpassen. Die sind wirklich brutal, die Biester. Ja, Junge, was ist? Hier habe ich noch keinen Hund gesehen. Schon mal gut. Da lag jetzt einer. Da ist wieder einer. So, die laufen teilweise, da ist auch einer. Die laufen teilweise einfach auf die Straße. So, weißt du, mit dem Motto, ja, fahr mich an, ich brauche Geld von der Versicherung. Das ist echt krass. So, hier geht es auch wieder steil bergauf. Problem ist, jetzt geht es hier steil bergauf und eine Kurve. Und ich brauche Anlauf, sonst packe ich das nicht. Ja, der kackt ab. 30, 29, 28, 27, ja, komm, jetzt kommt er wieder. Ja, ihr seht, hier muss man ein gewisses Maß am Tempo schon behalten. Hier muss man genau andersrum fahren. Ne? Bei uns sagt man immer ins Kurveninnere, ja, du musst die ganze Spur verwenden, als kannst du hier knicken. Du musst hier außen fahren, weil der Gegenverkehr dich sonst mitnimmt. Das ist so. So, jetzt hast du das Problem, jetzt fährst du außen, jetzt liegen außen überall Kabel oder überall Schotter und Sand. Auf diesen Strecken Gott sei Dank nicht, aber wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, auf der anderen Inselseite, da liegt überall Sand und alles. Da ist das schon gefährlich. Achtung. Oh. Oh. Leute, ich bin einfach froh, dass ich nicht mit meinem Roller hier bin. Ja? Das Ding ist Kernschrott, wenn ich damit fertig bin. So, schauen wir uns mal den Kollegen an. Schreibt mal in die Kommentare. Ist der schon mal gefahren oder ist der noch nicht gefahren? Der ist wahrscheinlich noch nicht gefahren. Also das ist jetzt vor uns, ich glaube, ein Honda Click. Wir sind zu zweit auf 160er und sind ein Müh schneller. Ja, da könnt ihr mal so einen Leistungsvergleich sehen. Yamaha GT ist es, aber hier, Leute, der kann nicht fahren. Der ist total wackelig drauf. Der guckt jetzt nur in den Spiegel, guckt lieber in die Kurve. So, der bremst jetzt ab, anstatt Anlauf zu holen. Das ist ein steiler Berg, Junge. Was ist denn los mit dir? Ach du Scheiße. Nee, komm. Also an dem muss ich jetzt vorbei. Komm, was wolle, das ist Quatsch. Da kann ich auch direkt in die Hecke fahren. Oh Mann. Komm. So, guckt der überhaupt hin, wo der fährt? So, der fährt jetzt wahrscheinlich auch zum Geisterschiff, wie dieser Pickup hinter uns auch. Ist ja doch gut besucht. Ist ja auch kein Geheimtipp mehr. So, wenn ein Auto kommt auf dem schmalen Stück hier. Ach komm. Ich gehe an dem vorbei. So.
Auto vorbei, sonst hängen wir hier. Das hat alles keinen Sinn. Geht nicht anders. Renne ich so einen Krawatt? Ihr müsste gleich irgendwo eine Pforte kommen, wo wir ein, ja, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, ja, ein Eintrittsgeld bezahlen müssen. Naja, ich weiß ja auch nicht, ob das alles so wichtig ist. Ah, hier. So, jetzt der andere, der ist nicht zu sehen und ich fahre schon so langsam hier. Naja. Wenn ich so wackelig bin, fahre ich nicht so solche Strecken. Mann, 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 Mann. Ich denke, hinter der Kurve müsste die Pforte sein. Hoffentlich ist auch jemand da. Sonst kommen wir nämlich nicht rein. Hier ist auch mega viel Sand in der Kurve. Da würde ich jetzt mal gern sehen, wie macht der Touri das. Vielleicht hat er sich schon irgendwo abgelegt. Naja, wir werden ihn wahrscheinlich gleich sehen. Irgendwo, weil hier kommt man nämlich jetzt nur noch zum Geisterschiff. Da ist die Pforte. Hoffentlich ist jemand da. Hier ist auch mega viel Sand. Eieiei. Ja, es ist jemand da. Hello, Savadi Cup. Two person, yes. Ja, ich muss. Steigst du ab? Da ist er, der hat überlebt. Komischer Kauz. Jetzt dreht er wieder? Jetzt dreht er wieder? Hä? Was ist denn mit dem? Der kann kaum mit dem Roller drehen. Schaut mal, was der da macht. Guck mal. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der Typ ist doch nicht mehr normal. So. Abfahrt. Boah, bin ich aufgeregt. Geil. Wow. Das alles hier war mal ein Riesenresort. Das ist riesig, das Gelände. Allerdings war es, glaube ich, noch nie in Betrieb. Oder es war in Betrieb, also man liest ganz vieles. Naja, ihr müsst mal googeln. Gebt einfach mal bei Google Geisterschiff Ko Chang ein. Die genaue Story, ich weiß nicht, was ich da alles glauben soll. Angeblich wären da Leute schon gestorben. Dann musste das irgendwann schließen und keine Ahnung. Also alles ein bisschen suspekt. Da kann man schon sehen. Wow. Richtig geil. Oh, wie groß. Das ist eigentlich eine echt geile Resort-Idee. Boah, den Weg da hinten will ich noch fahren heute. Der sieht crazy aus. Da ist das Schiff. Wow. Es ist riesig. Ich würde einfach mal sagen, ich fahre mal hier eine Runde. Dann mache ich ein paar Fotos. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal. Ich will mir das Ganze natürlich hier auch anschauen. Hier sind auch viele ganz kleine Boote. Das sind auch kleine Hütchen drin, also zum Wohnen gewesen. So Bootbungalows, sage ich mal. Wow. Hier, ein kleines Ründchen drehen. Hallo. Boah, guckt euch das Ding mal an. Ob das wirklich mal ein Schiff war? Naja, vielleicht ist ja einer an meiner Liste, der mehr darüber weiß. Ja, tippt's mal unten ein. Boah, richtig geil. Ich drehe hier mal. Boah. Crazy. Wow. So, ich mache ein paar Fotos. Haut rein. Die Fotos sind im Kasten. Richtig geil. Richtig geil. Rechts abbiegen. Danach. Rechts abbiegen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal ins Schiff reingehen. Seid gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So sieht das Ganze hier drinnen aus. Hier vorne war anscheinend früher die Rezeption.
mega interessant. Richtig cool. Und die Leute an der Pforte, die sind hier auch fleißig Zeug am Sammeln, am Basteln. Ja, dort drüben hier machen die sich anscheinend Kaffee. Wahnsinn. Also es ist alles einfach komplett eingerichtet geblieben. Ich weiß zwar nicht, seit wann das Ganze hier so ist. Aber das ist schon interessant. Man kann hier sogar hochgehen. Das Problem an der Chose ist, da ist überall sowas. Und darauf habe ich keinen Bock. Hier sind die kompletten Unterlagen noch. Die Gästelisten und sowas. So hieß das Ganze mal. Boat Chalet. Wow. Thank you. Bye bye. Da ist ein Affe. Worauf wartet der denn? Was ist denn mit dir, Kollege? Der wartet darauf, jemanden zu beklauen. Hundertprozentig. So, dann würde ich sagen, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben, was es für coole Sachen hier gibt. Ne? Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß, euer OZ. Ciao, ciao, peace.